Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil in der Expertenserie rund um das Thema Projektsteuerung. Hier in der ersten Staffel geht es darum, um die Frage, wie kann ich als Projektleiter ein Projektfundament so aufbauen, dass sich jeder daraus nachhaltig motivieren kann, unser Projekt zu unterstützen. Hier im zweiten Teil dieser Staffel geht es darum, um die Frage, wie baue ich jetzt dieses Projektfundament als Projektleiter auf? Im ersten Teil dieser Staffel habe ich Ihnen bereits erzählt, warum es aus meiner Sicht nicht möglich ist, Motivation mit einer Tablette oder einer Spritze von außen her jemanden ja zu verabreichen. Motivation ist ein Gefühl, kommt von innen und genau deswegen muss ich als Projektleiter mein Projekt so aufbauen, dass die Projektbeteiligten von innen heraus sagen, ja, genau das ist das Projekt, das ich möchte, wo ich mitarbeiten will, wo ich mein Expertenwissen einbringen will und wo ich am Ende auch bei erfolgreicher Zielerreichung natürlich auf jeden Fall dabei sein will. Und genau, wie baue ich so ein Fundament auf, wo sich jeder nachhaltig daraus motivieren kann, das ist heute die Frage in diesem Teil. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich führe Sie durchs Programm. Damit wir jetzt loslegen können und genau so ein Fundament aufbauen können, woraus sich jeder Projektbeteiligte nachhaltig motivieren kann, unser Projekt zu unterstützen. Ich nenne das Ganze, dass jeder Projektbeteiligte proaktiv und freiwillig dem gemeinsamen Projektziel nachgeht. Da müssen wir natürlich erst einmal wissen, wer sind denn unsere Projektbeteiligten? Ich meine, das Projektteam, nun gut, das denke ich mal, kriegt man schnell hin. Aber wer sind denn die späteren Nutzer unseres Projektes? Und ich gehe jetzt nicht nur von den Personen aus, die vielleicht bei einem Softwareprojekt dann auch wirklich am Ende die Software benutzen werden. Nein, wer nutzt denn auch das Ergebnis, wenn das Projekt erfolgreich umgesetzt wurde? Das heißt, zum Beispiel ein Abteilungsleiter, der wird die Software vielleicht gar nie anwenden, aber dennoch benutzt er das Ergebnis im Rahmen als Abteilungsleiter, als neue Software, damit die Prozesse schneller werden, für seine Abteilung. Das heißt, auch er ist ein Interessent, der an unserem Projekt irgendwie involviert sein will. Es gibt Lieferanten, es gibt interne Personen im durchführenden Unternehmen, an die man vielleicht nicht spontan denkt, bei personenbezogenen Daten der Betriebsrat. Es kann Konkurrenzprojekte geben, ähnliche Projekte geben. Diese Personen sind auf ihre eigene Art und Weise natürlich auch an unserem Projekt interessiert. Sie sehen schon, es gibt einige Personen, die wir als Projektbeteiligte erkennen müssen. Es reicht übrigens eine einzige Person, die unser Projekt erschweren, sogar zum Scheitern bringen könnte. Es ist vollkommen egal, welche Rolle oder welche Aufgabe diese Person in unserem Projekt hat. Eine Person, wenn die an der richtigen Stelle drei Sätze fallen lässt, dann kann die gesamte Motivation, die wir in unserem Projekt erzeugt haben, ruiniert sein. Ja, das ist möglich. Ich werde nicht erzählen, welche drei Sätze das sind und wie das geht. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe es erlebt und es funktioniert. Leider Gottes viel zu gut. Ja, die Frage ist also, wir müssen als Projektleiter wissen, wer sind unsere Projektbeteiligten? Das Ganze gliedere ich in zwei Fragen. Die erste Frage ist, wissen wir als Projektleiter, wen wir alles benötigen? Und die zweite Frage, haben wir alle Projektbeteiligten, die ein Interesse an unserem Projekt haben, auch bedacht? Das Ganze kann natürlich sehr schnell, sehr umfangreich werden. Deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, hier ein Tool einzusetzen. Ich komme später nochmal drauf zurück. Bei der ersten Frage nach dem Projektbeteiligten, hier kann ich natürlich, gerade wenn ich anfange, das Projekt aufzubauen, sehr schnell definieren, wer mit welchem Know-how benötigt wird, welche Mitglieder im Lenkungsausschuss sind. Das heißt, hier kann ich relativ straightforward, wie es so schön im Neudeutsch heißt, vorgehen und kann dementsprechend eine Übersicht schaffen.
Interessanterweise muss ich aber sagen, dass bei vielen Projekten, zu denen ich gerufen werde, selbst diese Frage nicht ausreichend beantwortet werden kann. Was heißt ausreichend? Entweder es gibt gar keine Stakeholder-Analyse oder es gibt eine Stakeholder-Analyse, das sind aber nur ein paar Personen mit aufgeführt, oder es gibt eine Stakeholder-Analyse, da sind vielleicht sogar fast alle drin, aber es fehlt die Aktualität. Das heißt, man hat die mal gemacht und hat sie dann abgelegt. Das heißt, man nutzt sie nicht, weil die Idee ist ja in der Stakeholder-Analyse, ich benutze sie zu etwas. Aber auch da werden wir in den folgenden Teilen dieser Staffel noch drauf zurückkommen. Kommen wir zur zweiten Frage. Haben wir auch alle Personen bedacht? Hier wird es schon viel interessanter, denn das sind natürlich Personen, wie die Frage schon ist, an die wir zwangsläufig im ersten Moment nicht dran denken. Was ich hier immer mache, ich nehme mir das Organigramm des durchführenden Unternehmens, ich nehme mir auch das Organigramm von den Lieferanten bzw. von den Bereichen des Lieferanten, die an diesem Projekt mitarbeiten, und gehe hier wirklich die Personen durch und überlege mir, haben diese Personen irgendein Interesse an meinem Projekt? Ich habe vorhin schon Beispiele genannt. Betriebsrat ist ein einfaches Beispiel. Aber ich gehe auch Bereiche durch, wo ich zum Beispiel sage, da bekommen wir Ressourcen auf irgendeine Art und Weise zur Verfügung gestellt und automatisch hat dann natürlich Minimum der Abteilungsleiter, der Manager dieser Ressource, irgendein Interesse an unserem Projekt. Aber auch wenn Parallelprojekte im Unternehmen laufen, wenn es Bereiche gibt, die ein Interesse am Projekt haben, sei es, dass es nicht funktionieren soll, weil dann ein Bereich an Macht verliert, sei es, dass ein anderer Bereich auch was vom Kuchen abhaben möchte. Sie sehen schon, da gibt es viele Personen, die ein Interesse an unserem Projekt haben können. Haben Sie die alle bedacht? Das ist wesentlich. Denn ich habe vorhin schon erzählt, es reicht eine Person, die an der richtigen Stelle drei Sätze, drei Kommentare fallen lässt und unser Projekt kommt extrem ins Straucheln. Und genau, dass das nicht passiert, benötige ich eine Übersicht aller am Projekt Beteiligten und dazu gehören auch die interessierten Personen. Ich setze dazu mein Winning Team System ein. Das Winning Team System ist nichts anderes als ein generisches Rollenkonzept, wo ich, wenn ich diese beiden Fragen beantworte, alle Personen eintrage. Im Winning Team System, und das ist der Vorteil, strukturiere ich auch gleich die Projektbeteiligten nach ihrem Interesse. Das heißt, es gibt drei Gruppen an Projektbeteiligten für mich. Das sind die ersten, das sind die sogenannten Contribution Stakeholders. Das sind alle Projektbeteiligten, die mit ihrer Arbeitsleistung meinem Projekt irgendetwas beitragen. Das heißt, das sind nicht nur die Leute im Projektteam, da ist es ganz klar, dass die mit ihrer Arbeitsleistung etwas beitragen. Das sind aber auch interne Beteiligte, auch beim Lieferanten beteiligte Personen, die irgendwelche Aufgaben übernehmen, damit unser Projekt funktioniert. Stellen Sie sich einfach eine Einkaufsabteilung bei uns im durchführenden Unternehmen vor, wo eine Dame für uns Hardware, Software bestellen soll. Die sitzt nicht im Projektteam, aber sie trägt mit ihrer Arbeitsleistung auch unserem Projekt etwas Wichtiges bei. Denn wenn die Hardware oder Software zu spät kommt, dann haben wir im schlimmsten Fall einen Zeitverzug und das kann ein Problem sein. Das gleiche auch, wenn beim Lieferanten etwas bestellt werden sollte. Da müssen wir auch dementsprechend drüber nachdenken. Hier gibt es Personen, die mit ihrer Arbeitsleistung beitragen. Die zweite Gruppe, das sind für mich die sogenannten Direct Stakeholders. Das sind alle Personen, die das Ergebnis des Projektes benutzen werden. Natürlich, da gehören alle Projektlenkungsausschussteilnehmer auf jeden Fall dazu. Aber auch alle Benutzer, User des späteren Ergebnisses. User, nicht nur die, die dann zum Beispiel einer Software tippen werden, nein, sondern eben auch Personen, die das Ergebnis, ich sag, politisch-organisatorisch benötigen. Stellen Sie sich vor, eine Abteilung soll eine neue Software bekommen, da wird auch der Abteilungsleiter sehr, sehr interessiert und neugierig sein, eben endlich die Software als Arbeitserleichterung für seine Mannschaft zu bekommen. Auch er ist ein sogenannter Direct Stakeholder. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die Indirect Stakeholders. Das heißt, alle, die irgendwo ein Interesse an unserem Projekt haben, aber weder Arbeitsleistung
in unser Projekt investieren, noch das Ergebnis benutzen werden. Ein Beispiel, ganz einfach der Betriebsrat. Wenn in unserem Projekt auf irgendeine Art und Weise personenbezogene Daten verarbeitet werden. Auf meiner Homepage finden Sie einen Link zum Winning Team System, wo ich Ihnen das Winning Team System als Video kostenfrei vorstelle. Wenn Sie neugierig sind, wie Sie Ihre Projektbeteiligten auf einfache Art und Weise strukturieren können und das eben auch toolgestützt machen können, dann schauen Sie sich es einfach an, seien Sie neugierig, wie gesagt, kostenfrei auf meiner Homepage drmartinmoss.com. Da finden Sie den richtigen Link. Und Sie sehen schon, wenn ich dann das Organigramm durchgegangen bin und projektbedingt weiß, wen ich alles benötige, dann kann ich diese zwei Fragen auch beantworten. Dann weiß ich, wen benötige ich, habe es aufgeschrieben und ich weiß, Nummer 2, dass ich niemanden übersehen habe, weil ich habe ja gegen das Organigramm und was ich so weiß, geprüft, wer könnte ein Interesse an unserem Projekt haben. Was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass die Anzahl an Projektbeteiligten ja bei mittelgroßen und Großprojekten sehr hoch wird. Und genau hier ist es wichtig, dass ich natürlich eine Unterscheidung habe, eine Regel habe, wen muss ich denn bei dem Aufbau meines Projektes, dass ich nachhaltig die Projektbeteiligten motiviere, auch wirklich als erstes berücksichtigen. Denn gerade bei so vielen Projektbeteiligten kann ich nicht jeden sofort dementsprechend berücksichtigen. Und genau das ist die Frage, die ich hier in dieser Staffel im dritten Teil stelle. Auf wen muss ich ganz besonders wann in unserem Projekt achten? Ja, und jetzt noch ein Wort zu den sogenannten Soft Skills. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, wo ich gefragt werde, ja, wie verhält es sich denn jetzt mit den Soft Skills? In dieser ersten Staffel geht es mir darum, dass ich als Projektleiter ein Fundament aufbaue, ein Projektfundament, aus dem sich jeder selber motivieren kann. Warum? Ich habe schon gesagt, Motivation kommt von innen. Das heißt, der Projektbeteiligte, der sieht das Projekt, der sieht die Ziele für sich, der sieht die Arbeit, die er da übernehmen kann. Und genau daraus muss er sich selber motivieren. Das heißt, da kann ich ihm von außen noch gar nichts Großes geben. Und da helfen mir am Anfang die Soft Skills nur sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, aus meiner Sicht muss das Projekt Fundament so interessant sein, dass sich eben jeder selber daraus motiviert. Und das geht eben über die zwei Fragen, die ich schon genannt habe, über Ziel und Aufgabe. Die Soft Skills werden dann interessant, wenn es darum geht, die Motivation über die gesamte Projektlaufzeit auf diesem Level zu halten. Das heißt, das Fundament muss natürlich, ist stabil, bleibt stabil, aber über den Verlauf des Projektes kann sich Motivation auch verändern. Ganz klar, es passieren Dinge. Und genau über die Projektlaufzeit, die Motivation auf diesem hohen Level, das wir aufgebaut haben, auch zu halten, hier spielen die Soft Skills einen wesentlichen Faktor. Am Anfang, um das Fundament zu erstellen, sind die Soft Skills tragen auch bei, gar keine Frage, sind aber noch nicht so tragend wie im späteren Projektverlauf. Gerade in der Projektdurchführung sind die Soft Skills, ich sage hier auch immer, die Vorbildfunktion des Projektleiters, gerade was die Soft Skills betrifft, wesentlich, also loben und so weiter, ganz essentiell. Ich werde zu dem Thema, wie ich in der Projektdurchführung über Zeit die Motivation auf diesem hohen Level halte, werde ich auch nochmal eine Videostaffel drehen und da werde ich dann ganz konkret auf das Thema Soft Skills, der Projektleiter als Vorbildfunktion, auf Loben und so weiter ganz im Detail eingehen. Ich freue mich, wenn Sie sich den dritten Teil anschauen. Seien Sie neugierig, bleiben Sie neugierig, Ihr Dr. Martin Moss.